herzlich willkommen zu einem Let's Try This Out, auch wenn ich das nicht so nennen werde. Ich probiere heute Peggle Deluxe, weil es bei Origin aufs Haus war und ich es noch nie gespielt habe. Deswegen probieren wir das gleich mal aus. Joe. Okay, heute ist der 7.7. Schön, dass ihr das jetzt wisst. Eine kurze Einführung in Peggle, Meister Björn Einhörn. Ich muss mir noch einen Timer stellen. Hi, ich bin Björn, der Gründer des Peggle-Instituts. 10 Peggle-Meister sind bereit, dich zu lehren, wie du deine Peggle-Erfahrung optimieren kannst. Und da ich der Chef bin, darf ich zuerst. Probieren geht über Studieren, also fangen wir gleich an. Was? Triff alle orangenfarbenen Spielsteine, um zu gewinnen. Du hast 10 Schüsse. Ist das wie Pinball oder was? Und da darf ich drauf treffen, oder wie? Oh, oh. Oh, das gehört dazu. Oh. Oh. Coole Sache, würde ich mal sagen. Das habe ich ja voll gut gemacht. Okay, da darf man nicht hingehen. Okay, okay, okay. Hab's kapiert. Oh, das ist ja gar nicht so einfach. Das ist cool. Okay, und darf man da rein? Ah! Verdammt, okay. Aber das kriege ich hin. Mit deinem letzten Schuss hast du mehr als 25.000 Punkte erzielt. Dadurch erhältst du eine Freikugel. Und ich habe doch gerade erst gewonnen. Oh, oh, oh. Ja, jetzt an das Rote. Perfekt, jetzt an das andere Rote. Yay! Okay, jetzt habe ich damit wieder... Ach, ich will in dieses Ding mal reintreffen. Du hast noch 8 orangenfarbene Spielsteine vor dir. Räume alle orangenfarbenen Spielsteine ab, um zu gewinnen. You don't say. Oh, wenn es den anderen... Oh, Freikugel. Okay, da kann man wirklich reintreffen. Gut zu wissen. Du hast die Kugel im Gefäß versenkt. Dadurch wird dir eine Kugel zurück in das Ball-Null-Thron befördert. Cooler Name. Oh, verdammt. Oh. Oh. Komm schon. Yes. Das war Skill. Oh. Okay, das wird jetzt eher weniger Skill. Aber dafür kann ich ja einfach... die direkt treffen. Wie genial ist das denn? Oh mein Gott. Was zum Geier ist das denn bitte? Freude schöner Götterfunken. Wie Hammer. Das Ende war ja zum Schreien. Zu gut. In diesem Level gibt es Blöcke. Räume die orangenfarbenen Blöcke und die orangenfarbenen Spielsteine ab, um das Level abzuschließen. Was zum Geier war das denn? Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh, das war eher bescheiden. Nein! Was mache ich denn? Oh. Jetzt mit, ja, ja, nein! Nein! Oh, ich bin gar nicht so gut gerade. Okay. Ja, genau. Lande schön auf... Ja, nein. Okay. Das könnte gar nicht so einfach werden. Oh, ausflippen. Okay. Whoop, whoop. Yes, Freikugel. Kann ich gut gebrauchen. Oh. Oh, oh. Oh. Wie ist aber sogar drauf landet. Oh, ja. Nein, nein. Verdammt. Okay, komme ich da ans Ende dran? Yes. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, ich versuche es gar nicht erst zu timen, weil ich glaube nicht, dass man da wirklich... No. Oh, ich habe nur noch 4 Kugeln, okay. Ist das gerade so ein... Achtung. Aha, guck mal, wer da eine Freikugel bekommen hat. Ach, komm schon. Geh noch rüber. No. Okay, jetzt muss ich den da so schräg antippen. Oh, das Ende ist genial. Komm jetzt endlich rein. Coole Sache. Das ist mit den Punkten, da habe ich jetzt voll gut drauf geachtet. Oh, es gibt grüne. Grüne Spielsteine aktivieren magische Kräfte. Die erste magische Kraft heißt Supertipp. Sie wirkt über die nächsten 3 Runden. Cool. Ja, dann nehme ich die doch gleich mal relativ am Anfang, oder? Weil... Was ist denn Supertipp? Komm schon. Yes! Okay. Oh,
Oh, das ist ja genial. Aha, das ist cool. Das hat mir jetzt gerade nicht so viel gebracht, aber es ist sehr praktisch. Coole Sache, okay. Oh, da weiß man auch, wo sie dann abstürzt, hinstößt, okay. Nein, geh nicht anders dran, okay, gut. Nein! Verdammt, okay. Ich will, dass du so ungefähr da landest. Ah, knapp daneben. Oh, das sah auch nett aus. Ja, nein, 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 das wird nix. Okay. Jetzt kann ich hier nochmal die neue holen. Super Tipp, schon wieder. Yay, Freikugel. Boom, boom. Oh, das war gar nichts, war das. Das war ja grottig. Okay. Oh, was ist das da unten? Oh, das war gerade Origin. Was da irgendwie, ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen. Das war nämlich eher so ein Augenkrebs als Origin. Boom, 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 boom. Oh, oh. Lag in Peggle. Okay, jetzt geht's wieder. Ich hab nur noch 3 Kugeln. Mist. Oh, oh, nein. Oh, verdammt. Das ist ja ganz schön knapp hier. Komm schon. Doch. No. Okay, ich hab noch 2 Kugeln. Wie komme ich denn da rein? So vielleicht? Okay. Ich schaff das. Oh, verdammt. Verdammt. Wie komme ich denn da jetzt dran? Oh, das Ende, ey. Das ist ja immer genial. Das war aber ganz schön spannend. Das müsst ihr jetzt auch gestehen. Nächstes Level. Oh, das Spiel ist voll cool. Das ist voll das coole Level. Irgendwie so, so ein Gratis-Schmarrn, den man irgendwie nie spielen würde. Der violette Spielstand, aber es ist nicht mehr lange gratis. Also Leute, irgendwie, ich mache dauernd Werbung für Origin. Aber hey, ich meine, ihr seht's ja. Der violette Spielstand ist jede Menge Punkte wert. Erziele mehr als 25.000 Punkte mit einem Schuss, um eine Freikugel zu erhalten. Das weiß ich doch sogar schon, oder? Yes, genau das, was ich wollte. Gut, okay, damit hätten wir das. Dann haben wir eine Freikugel bekommen. Ich frag mich nur... Oh, da ist noch eine. Okay. Ah, das haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Oder jedes Mal gibt es eine neue. Okay. Oh, das war nix. Das war... Oh, man braucht die, um weiterzukommen, schätze ich mal. Weil ihr seht ja, wir brauchen schon einige Freikugeln immer. Weil wir sonst nicht genügend... Oh, darn it. Kugeln haben. Wir haben nur noch 6 Kugeln. Oh, das war Skill, war das. Ich kann ja eigentlich mal drüber... Ah, jetzt habe ich das auch noch. Okay. Ich kann ja eigentlich mal über Origin selbst reden, wenn ich gerade eh schon dabei bin, was von Origin zu spielen. Yes. Oh. Oh, passt auch. Okay. Und zwar war ich ja selbst auch nicht wirklich begeistert, als ich mitbekommen habe, dass ich für Origin, also um SimCity zu spielen, Origin brauche, weil ja, oh, darn it, Origin, es wurde ihm halt nachgesagt, dass es so den Computer untersucht und man nicht so wirklich viel quasi selbst darüber entscheiden kann, was man, oh, perfekt, okay, ich habe noch 2 Kugeln, das ist gut. Und nein! Okay, das wird ja einfach. Meine schöne Götterfunkentochter aus Elysion. Und ich habe mir dann halt genauer dazu durchgelesen, was Origin jetzt genau besucht und wie viel Privatsphäre man da hat und mir da einige Sachen angeguckt. Und es ist anscheinend so, dass es schon okay ist. Also, dass es nicht irgendwie. Also klar, es ist nicht super toll, aber man muss halt darüber hinwegsehen und ich habe es ja schon mal erzählt in dem Video, dass man dadurch relativ viele freie Spiele bekommt. Die Kugel rollt in die Richtung, in die du klickst. Du kannst deine Zielgenauigkeit mit dem Mausrad oder dem Pfeiltasten verbessern. Oh, so ganz wenig. Das ist ja cool. Okay. Das ist aber ein bisschen arg genau. Also so genau würde ich es halt sowieso nicht hinkriegen. Komm schon. Geh ans. Geh. Oh.
Okay, das waren keine 25.000, sonst würde da dieses kommen. Ja, mit schön viel Schwung immer durch die Gegend fliegen. Oh, oh, verdammt. Jetzt rein. Nein. Nein. Okay, aber jetzt komme ich... Oh, da komme ich ja gar nicht dran. Oh, oh, bringt plus 25. Hä, habe ich nicht eigentlich mir das jetzt gegönnt, dieses Freischussteil? Also ich hatte doch mehr als 25.000, oder muss man noch mehr haben? Oh, das war ja jetzt gerade gar nicht gut. Ich muss ja die roten fertig kriegen. Fällt mir gerade auf. So. Das sieht schon... Das sah gut aus. Okay. Nein. Ja. Allah. Oh, das sieht gut aus. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, yay, yeah, voll gut. Okay, krieg ich das hin? Ja, krieg ich. Aha, und weil es noch ein weiter Schuss war. Komm schon, geh rein. Yes. Okay, noch 3 Kugeln. Oh, ich wollte... Ja, genau, das sieht gut aus. Okay. Oh, jetzt habe ich das nicht mehr. Das ist schade. Komm schon. Yes! Oh, das macht irgendwie voll Spaß. Das ist voll ulkig. Wie komme ich denn da jetzt dahinter? Das. Oh! Das Ende ist ja immer genial. Ey, ob die das ernst genommen haben oder ob die sich da selber. Keine Ahnung. Das war lustig. Multikugel-Money, Meister Jimmy Blitz. Sieh dir an, ein neuer Student. Bist du bereit für die Multikugel? Sie ist ziemlich extrem, aber du siehst so aus, als könntest du damit zurechtkommen. Benutze sie früh für verrückte Punkte oder triff beide grünen Spielsteine mit einem Schuss für massive Multikugel-Action. Komm schon, hau rein. Meine Multikugel löst einen Zusatzkugel aus, den grünen Spielstein heraus, wenn du sie triffst. Das ist wirklich erstaunlich. Okay, ich will das heißt... Rock-Gitarre! Oh, oh, eine extra Kugel. Oh, ich wollte eigentlich beide... Oh, habt ihr das gesehen? Ich versuche halt immer die Sachen relativ am Anfang zu kriegen, wo man noch viele Sachen einsammeln kann. Weil ich mir vorstellen kann, dass halt quasi am Ende, wenn ja eh nichts mehr da ist, man dadurch nicht wirklich viel gewinnt. Ja, nein, du sollst... Ja, genau, ja, dahin. Okay. Okay, das ist gut. Das läuft gut. Freikugel! Yes, okay. Das heißt, man sollte eigentlich immer versuchen, einmal zumindest in die Lila eine Kugel ranzukommen, wenn man versuchen will, eine Freikugel zu bekommen. Gut zu wissen. Yes! Oh, das war voll gut. Komme ich so indirekt da dran? Oh, das war schlecht. Das war meine erste Kugel, die keine einzige rote Kugel getroffen hat. Nein, was war das denn? Oh, 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 habt ihr das gesehen? Boing! Komm schon. Nein! Oh, ich finde es immer so gut, wenn man da so reintrifft. Freude, schöner Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Ich weiß gar nicht, ob es aus Elysium heißt. Ich habe den Text dazu jetzt nie so angehört. Oh, ich wollte jedes Mal sagen, was ich inzwischen für... Ich habe es immer in den SimCity-Parts gesagt. Genau, was ich da für Sachen bekommen habe. Triff den grünen Spielstein auf der linken Seite, um die Multikugel auf der rechten Seite auszulösen. Umgekehrt funktioniert das genauso. Ah, jetzt weiß ich, was die damit meinen. Das war ja jetzt scheiße. Okay, schießen wir erstmal die... Nein. Ja, ja, nein. Ja, okay, das ist immerhin etwas. Wir müssen nämlich immer versuchen, an den Punkteturbo dran zu kommen. Damit wir unsere extra... Yes, voll gut. Unsere extra Kugeln dazu bekommen. Und wir müssen eigentlich auch relativ früh die grüne Kugel abschießen, weil die sonst nicht viel bringt. Also versuchen wir das mal. Oh mein Gott, das war ja gerade gar nichts. Okay, naja, was auch immer. Okay, nein, das soll jetzt... Nein! Ich bin gerade voll schlecht. Okay. Ja. Nein. Doch. Ja. Ja, das sieht gut aus. Okay, krieg ich das da rein? Nein. Oh, wie schlecht. Okay, ich habe nur noch 5 Kugeln. Das muss ich jetzt... Oh, verdammt. Verwende den Mauszeiger als Zielhilfe.
Ja, ich weiß. Danke für die Info. Hey, wie macht man das denn sonst? Geht es auch mit den Pfeiltasten oder was? Ich muss da dahinter kommen. Das heißt, ich schieße das jetzt mal da drauf, dass das hier alles weg ist und ich direkt da dran komme. Nur noch 2 Kugeln. Verdammt. Oh, das wird mein erstes Level, was ich verkacke. Oh, schade. Oh. Oh, 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 oh. Das müssen wir noch einmal probieren. Okay, schießen wir genau auf die Mitte. Damit die da schön durch diese Dinger durchgehen können. Oh, wurde nicht ganz was. Schade. Jetzt gehen wir da rein. So. Nein, das hat er jetzt gar nicht getroffen. Ah, da geht dann eins aus, damit es nicht die ganze Zeit da drin stehen bleibt. Okay. Gehe ich jetzt dahin und... Oh! Ich finde es so lustig, wie es aus Versehen da mit Skill irgendwo reinkomme. Okay, das war auch nicht... War auch eher weniger was. Bing! Irgendwie kriege ich das mit diesen Doppelkugeln voll nicht hin. Könnte man damit eigentlich dann 2 Kugeln rausholen, wenn man es schaffen würde, dass sie da reinfallen? Wahrscheinlich, ne? Nein, ich will, dass du genau da dran landest. Das kann man aber sehr genau zielen. Oh, der Biber zuckt voll mit seinen Augen. Nein! Das war nix. Oh, noch 3 Kugeln. Das... Ich verkacke schon wieder bei dem Level, glaube ich. Oh! 2 Kugeln? Komm schon, geh wenigstens da rein. Nein! Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war nix. Oh je. Okay, ja, es sind jetzt schon 18 Minuten vorbei. Ach egal, ich mache daraus jetzt ein bisschen längeren Part, das passt. Ich will das vielleicht noch schaffen, sonst wäre das extrem peinlich. Warum habe ich nicht die Doppelkugel genommen? Was habe ich getan? Ich bin irgendwie blöd. Oh, Freikugel. Damit kann ich auch nicht fahren. Okay. Ja, jetzt sammelt wenigstens gut viel Zeug und fallt beide rein. Und sind beide daneben gefallen. Dankeschön. Okay, so müsste ich es hinkriegen. Jetzt fällt es da. Nein. Aber immerhin geht das alles weg. Okay, gut. Komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Nein! Oh, aber ich habe eine extra Kugel bekommen. Gerade so. Oh, die fällt da aber nicht rein. Doch, sie fällt rein. Yes. Ah, knapp daneben. Okay, passt. Damit kann ich leben, auch wenn es knapp daneben. Oh, war mein aus Versehen Skill. Yes! Okay. Mit einer Freikugel dazu. Genial. Nein, knapp daneben. Boing. Verdammt. Eigentlich wollte ich, dass ich eine extra Kugel bekomme. Aber ich habe noch 6 Kugeln übrig. Und nur noch diese beiden hier. Yes! Ich hab damit so überhaupt nicht... Ja, 100.000 Punkte noch dazu. Das war das erste Mal, dass ich da reingekommen bin, ne? Das ist doch jetzt ein guter Abschluss. Anscheinend ist es so, dass wir noch ganz viele extra Sterne bekommen werden. Ich wollte es jetzt aber eigentlich eher so als Let's Test machen. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich fand es zumindest genial und nehme gerne mehr davon auf. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video und bis dahin, tschö mit Ö.